Jo, wir sind wieder zurück. Wahrscheinlich die letzte Folge StarCraft 2 Heart of the Swarm. Deine Rache ist beinahe vollkommen. Nichts kann sie aufhalten. Unterschätze Mengs Knecht. Er ist bei weitem der gerissenste Gegner, mit dem wir es je zu tun hatten. Falls ich getötet werde, musst du Kohall mit dem Schwarm verlassen. Fliehen? Das ist nicht die Art der Zerg. Und doch will ich es so. Du wirst meinem Befehl gehorchen und dich mit dem Schwarm auf die Suche nach unserem wahren Feind machen. Finde Amon und vernichte ihn, bevor er den Schwarm erneut versklaven kann. Das werde ich tun. Yeah, das wird sie tun. Kerrigan Level 70. Oder nicht? Ich habe mehr von den Terranern gesehen als jemals zuvor. In gewisser Weise tun sie mir leid. Wieso das? Sie haben ihre Nationen und ihre Clans. Doch im Inneren ist jeder von ihnen allein. Ich wünschte, ich könnte ihnen helfen, indem ich ihre Essenz in den Schwarm übertrage und sie dann töte. Oh, du bist so nett zu uns. Die Terraner ahnen nicht, dass du an meiner Seite kämpfst. Sie wissen nichts von dem Urzerk. Wir werden ihre Essenzen sammeln. Du wirst sie überraschen. Sie haben unsere psionische Verbindung schon immer gegen uns eingesetzt. Die Urzerk haben diese Verbindung nicht. Die Urzerk brauchen sie nicht. Exakt. Ja, ganz genau. Daran wird's liegen. Wir hätten schon so oft scheitern können. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Oberfläche erreichen würden. Aber wir haben es geschafft. Du hast uns zu großer Macht geführt. Aber wenn dein Rachefeldzug beendet ist, wirst du uns dann verlassen? Ich bin eins mit dem Schwarm, Isha. Falls wir diese Schlacht überleben, stehen uns noch viel größere bevor. Wir werden uns ihnen gemeinsam stellen. Na klar. Hier stehst du nun vor der Haustür des Gegners. Das Ende ist nah. Ich denke, so einfach wird es nicht werden. Mit Arcturus ist es das nie. Er erwägt immer alle Möglichkeiten. Er weiß, wohin du gehen wirst, bevor du es tust. Aber du warst Teil so vieler seiner Pläne als Komplize oder Opfer. Den einen oder anderen Trick hast du dir sicher abgeschaut, oder? In der Tat. Wir werden bald sehen, ob ich eine gute Schülerin war. Oh ja, das sehen wir gleich. Du sitzt in dem Palast wie eine Spinne in der Mitte ihres Netzes. Doch dein Netz zerreißt, Mengsk. Ja, dein Netz zerreißt. Evolutionsgrube. Oh, wir haben eine Evolutionsmission für den Ultralisk. Nee, die machen wir jetzt nicht mehr. Die Boten sind bereit, meine Königin. Ja, die Boten sind bereit. Was du getan hast. Tausende tot und nur wegen deinem Rachefeldzug. Ihr Blut klebt an deinen Händen, Arcturus. Du hast das alles verursacht. Ja, ich habe schreckliche Dinge getan. Und ich würde es wieder tun, um die Menschheit vor Monstern wie dir zu bewahren. Du benutzt Worte als Waffen, aber Worte können dich jetzt nicht mehr retten. Oh, ich habe andere Waffen. Ich wollte nur Lebewohl sagen, Kerrigan. Unsere vorgelagerten Boten werden ausgelöscht. Die Terraner setzen einen Psi-Zerstörer ein. Er verletzt unsere Gedankenverbindung und reißt uns von innen heraus auseinander. Das Feld wird jeden Zerg, der es betrübt, schnell töten. Verstanden. Hört mir zu, ihr alle. Die Liga wird uns jeden Moment angreifen. Eine Ablenkung, um zu verhindern, dass wir uns um den Psi-Zerstörer kümmern. Ja, und wir werden sie glauben lassen, dass wir abgelenkt sind. Zagara, dir untersteht der Schwarm. Halte die Mitte. Stukov, decke ihre Flanken. Und Dehaka, dein Moment ist gekommen. Dieser Apparat nutzt eure psionische Verbindung aus. Aber ich habe keine psionische Verbindung. Ich brauche sie nicht. Genau. Mach dein Rudel bereit.
Genau. Oh, jetzt geht's aber hier los. Das ist immer die lustigste Mission. Oh, und jetzt haben wir Kerrigan tatsächlich wegen einem Machtpunkt nicht auf Level 70 gebracht. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das nervt mich jetzt schon. Ich habe es beim ersten Mal schon nicht gepackt wegen einem Machtpunkt. Und jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft. Und jetzt könnte ich mir glatt in den Arsch beißen, weil das ist einfach hässlich, hässlich, hässlich. Der Schwarm wird auseinandergerissen werden. Wir müssen das Feld ausschalten. Ah, was du nicht sagst, Kerrigan, ist ja nicht so, dass man... Die Hacker. Das ist der Zentralverteiler des Psi-Zerstörers. Wir werden ihn deaktivieren. Für immer. Der Psi-Zerstörer erweitert mit Energiezentralen seine Reichweite. Wenn du sie ausschaltest, wird das Feld vorübergehend deaktiviert. Für mich stellt dieses Feld keine Gefahr dar. Ich werde die Energiezentrale zerstören. Sobald das Feld deaktiviert ist, werde ich mit dem Schwarm ihre Verteidigung auseinandernehmen. Dann ist es an der Zeit zu handeln. Dann ist es an der Zeit zu handeln. Right. Was ist das für eine Kreatur? Tja, das ist doch wurscht, oder? Du bist tot. Eine thermische Maschine verbirgt sich über mir. Ich werde sie zerstören. Yeah. Zack! Ja, das ist unmöglich. Tja. Verletzt muss Wunden heilen. Tja, der Hacker ist etwas stärker. Ah, Zucker. Ah. Ganz großes Kino hier, ganz groß. Ich muss weiter mein Rudel versammeln. Wir werden zurückkehren, um die nächste Energiezentrale zu zerstören. Yeah, baby, baby. Oh, yeah, baby. Yeah, baby. Yeah, oh, baby. Das Zerstörerfeld ist deaktiviert. Bereite deinen Schwarmcluster auf den Kampf vor. Der Psi-Zerstörer leitet Energie um. Das Feld wird bald wieder aktiviert werden. Halte mich über den Fortschritt auf dem Laufenden, Isha. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um die Liga. Wir brauchen aber mehr als nur einen Brutschleimpool. Ist euch das bewusst, Mädels? Los, greift an, während das Feld inaktiv ist. Ja, aber ich habe nicht genug Truppen. Andererseits, du hast recht. Wir machen ich jetzt bin einfach. Der Schwarm. Wir machen jetzt einfach. Was soll schon passieren? Einfach mal hier, zack, einmal den Panzer wegräumen und das war's dann auch schon. Und den zweiten Panzer räume ich jetzt auch nochmal weg. Und zack, und das war's. Und das machen wir mal so hier. Und wir brauchen einmal einen Roach Worm. Brauchen wir hier. Oh. Hive brauchen wir einmal. So, Zucker. Und jetzt können wir hier schön 1, 2, 3. Lalalala. Na, dann komm rüber. Wir müssen unseren Schwarmcluster verteidigen. Wir brauchen... Jetzt können wir Roaches bauen. Wir werden jetzt in diesem Kampf erstmal nur mit Roaches catchen. Das hat den einfachen Grund, dass Roaches eben effizient sind. Und billig auch. Also das meine ich jetzt eigentlich damit. Die sind recht billig. Ah, oh, jetzt geht's dann gleich los. Jetzt geht's dann gleich los. Okay, Baby, Baby. Gut, da haben wir erstmal genug. 3.
Ach, da haben wir auch 0 von 3 natürlich, also müssen wir erstmal. Und zack. Verteilen sie sich schön, ja klar, verteilen die sich schön. Die werden mir rübergehen und zack machen. Es ist Zeit. Und ja. Roach ist halt, ne? Zack. Oh ja, natürlich, wir brauchen Overlords. Die schieben wir hinter. Die schieben wir hinter. 3-3. Machen wir das mal so. Zack. Oh yeah. Aha. Haben wir das nicht? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 1. Machen wir das so. Das sind 3, das ist 4, das sind 5, genau. Ah ja. Was das soll, weiß ich nicht, ehrlich nicht. Ich schwör's euch, ich war das nicht. Drei haben wir. Gimme, gimme, baby. Mm. So, haben wir hier einiges an Minerals schon gesammelt. Brauchen jetzt aber noch mehr, um hier den da auszupacken. Wir brauchen hier definitiv noch mehr Defensive. Aber wir haben hier schon... Energiezunahme festgestellt. Das Zerstörerfeld wird bald wieder reaktiviert. Genau. Machen wir hier mal schön noch mal ein bisschen einen chaotischen Kampf. Kerrigan, macht bitte den Panzer hier putt. Und wir machen hier erstmal noch ein bisschen Faxen. Ja, nur ein paar. Okay, wir ziehen uns jetzt mal zurück. Okay. Ich werde Vergeltung üben. So. Was du heute kannst besorgen? Das ist schon mal nicht schlecht ausgearbeitet gewesen von uns. Deine Königin lauscht. Okay. Das heißt, wir haben jetzt erstmal alles auf Max. Ich hoffe, er wird uns nicht... Nach dem heutigen Tag werden du und dein Schwarm nie wieder eine Bedrohung für die Menschheit darstellen. Das glaubst auch nur du? Behaka, das Feld ist wieder aktiv. Ich habe den Schwarm zurückgezogen. Jetzt ist es an dir. Mein Rudel ist bereit, die Energiezentrale zu zerstören. Das werden wir doch glatt auskurieren oder probieren. Ich sollte ihn zu mir ziehen. Ja. Ach so, ich wollte eigentlich, dass ich ihn zu mir ziehe, aber na, kann man mal machen. Ja, so macht man das nicht anders. Jetzt komm her. Ah, das ist ja ganz easy. Sprich. Ja. Alle Dinge in Wasser. Machen wir das halt so. Dann, 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 dann. Ah, jetzt müssen wir beides koordinieren, oder wie sehe ich das? Ah, machen wir das halt so. Dann koordinieren wir halt beides. Sollte auch nicht so das Problem. Oh. Ja, mach mal her. Ah, ja, kein... Scheiße. Machen wir mal hier den da einfach.
Ach, jetzt der Zucker. Wir werden uns ganz langsam ernähren. Nein, 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 Sergis, ihr geht da nicht rein. Was machen die? Ach, die sterben noch gar nicht so direkt. Die können sogar noch Damage machen. Was machst du da? Zerstöre die Energiezentrale. Wir maxen jetzt erstmal. Das machen wir. Das machen wir und nichts anderes. Das machen wir. Dann machen wir hier einmal auf den und einmal auf den. Siehst du, die wollen jetzt schon hier hin. Ist nicht der Ernst, oder? Achtung, der Schwarm kann den Energien des Zerstörerfelds nicht standhalten. Unsere Streitkräfte müssen sich zurückziehen. Ja, das ist kein Stress. Der Hacker, konzentrier dich. Zerstöre die Energie. Ja. Ich werde mir Essenz besorgen. Ich. Ah, ist das Zucker, was wir hier machen. Ja gut, was machen wir als nächstes? Wir holen uns den Tank hierher, zack, und dann machen wir hier einfach mal. Na, und ihr wisst Bescheid. Als nächstes machen wir hier einen riesigen Push. Ist abgeschlossen. Ich werde zurückkehren. Mm. Oh yeah. Wir haben das Feld beseitigt. Greift an! Ja, wir treffen uns in der Mitte. Alle meine Truppen. Wir treffen uns in der Mitte. Oh, ist das ja ein Zuckerspiel. In der Zwischenzeit erstmal schön Army Value hochgepusht. Und weiter geht's. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht mit dem hier, dass wir nur Ground Units gebaut haben, aber ja, so ein großer Fehler war das jetzt auch nicht. Hm. Ist okay. Okay. Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Nee, wir maxen immer weiter auf Roaches. Wir feindliche Lufteinheiten vernichten. Das können wir auch so, Kumpels. Macht mir mal bitte keinen Stress. Kerrigan macht einfach den da und das war's. Oh, es ist ja Zucker, was der Kerrigan hier macht. Oh ja. Oh ja. Kerrigan darf halt nicht draufgehen dabei. Naja, mach mal halt einfach mal den da. Naja, muss ich ja gar nicht. Ich meine, schau mal, das ist ja so viel Damage, was die Kerrigan da durchzieht. Wir ziehen uns hier einfach durch wie... Ah, das ist ja hier wie im Guss. Oh, ich möchte spätestens zur nächsten Wave durch sein mit den Leuten. Also deswegen hier erstmal schön Angriff Potion. Weiter geht's. Also wir müssen hier auf Abfangkurs bleiben. Effizienz, meine Friends. Das ist Effizienz. Meine Königin. Das Feld des Psi-Zerstörers wird gleich reaktiviert. Ja, soll ich also jetzt wieder zurück, oder was? Ja. Ich bin der Schwarm. Tu mal ihr mal Dieser den Gefallen. Gehört mir. Tu mal ihr mal den Gefallen. Oh ja, schön. Ja, ja, eine Evo-Chamber. Mach mal ihr nochmal eine Emma. Lass mal hier, Bärslinge raus. Dann haben wir, was haben wir noch nicht gebaut? Ja, machen wir es. Dann haben wir hier, zack, bauen wir den da noch.
Hydradant, dass wir auch ja alles bauen können für den Fall, dass wir Lust drauf haben. Na, 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 na. Eich. Geh mir aus den Augen. Jetzt. Ah, oh, der Zucker hier. Die Eroberung geht weit. So. Splitten unsere Army natürlich wieder schön. So dass wir. Nur noch eine Energiezentrale. Ach. Zerstöre sie. Wir werden eure Waffe erneut zerstören. Okay. Wir holen uns eure Energiezentrale. Yeah, die holen wir uns tatsächlich. Und dies ist eure Zeit. Sammelt ihre Essenz ein. Kleine Dehaka-Klons. Na, gehen wir mal da hoch. Kräfte der Ulzak treffen jetzt ein. Ach so, das war jetzt nicht clever, aber Wayne. Alle Dinge ändern sich. Yeah, die ändern sich. Die ändern sich. Oh ja, jetzt Heilung. Oh, das ist ja Zucker, was wir hier machen. Oh ja, die Hacker. Ah. Nein. Ah, wir brauchen definitiv Gas. Da standen mal Panzer. Essenz fließt von unseren Streitkräften werden angegriffen. Oh, DHK, hast deinen letzten Mann eigentlich gerade vollkommen in den Arsch gefickt. Nur weil du... Oh, DHK, du Drecksack. Zusätzliche Streitkräfte der Urzark treffen ein. Ja, das ist schön, weil wir haben nämlich nichts mehr. Die werden wir schon noch brauchen, die zusätzlichen Streitkräfte der Urzark. Nach dem, was der DHK hier abzieht für eine Show. Oh, mach das hier fertig, bitte. Ah, jetzt geht's aber rund hier. Danke, DHK. Jetzt bist du dran. Das Feld des Psi-Zerstörers ist jetzt endgültig deaktiviert. Wir werden erst ruhen, wenn der Zerstörer vernichtet wurde. Angriff! Gut. Für den Schwarm. Ah, machen wir hier mal schön hier einen... Essenz. Ich wusste, dass er das sagt. Oh, ist das Zucker, was wir hier machen, Leute. Ah, gehen wir mal da durch jetzt hier. Ja, ich werde die Menschheit vor dir schützen. Mach mal den da einfach. Das wird die letzte Welle Roaches gewesen sein, die ich jetzt beschwöre. Kann ich versichern. Ja, die DHK ist tot, das ist alles schön und gut, aber jetzt... Wir werden uns erstmal... Ach, wir haben schon gewonnen. Wir haben es geschafft. Der Psi-Zerstörer wurde vernichtet. Ach so. Zagara, wie sieht's aus? Wir sind dabei, die Liga in den Palastbezirk zurückzudrängen. War das alles, was
du zu bieten hast, Minsk. Es war nicht gut genug. So, meine Friends. Damit wohl doch noch nicht das Ende dieser dieses Spiels. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Servus.